Jo Leute, was geht? Und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Viewfinder, in der ich ja in der letzten Folge kläglich gescheitert bin. Aber jetzt auf jeden Fall mal schaue, was hier die Main Story eigentlich von mir will. Die Grinsekatze ist da. I'm surprised you made it this far. It's been a while since someone's wandered around this place. And it's good to have you. Shall we continue onward? The train will take us to Harias Station, a place where science and art meet nature. Redet die Katze mit uns? Soll ich an meinem Geisteszustand zweifeln? Ich vertraue dir, Katze. Ich steig ein. Aktueller Ort. Optionale Level abgeschlossen 0 von 1. Das nervt mich jetzt. Ich mache einen kurzen Cut. Ich muss mich da kurz mal reinlesen. Okay, Leute, da bin ich wieder. Wir gehen jetzt nochmal zurück in das optionale Level. Denn ich habe da einfach ein Foto übersehen. Ich kann das gerade nicht glauben. Ich hab in einem optionalen Level ein Foto übersehen. Bin ich wirklich so dumm? Das nervt mich gerade richtig. Ich weiß, tatsächlich habe ich das nicht ausprobiert. Aber das kann doch nicht wahr sein. So, wir müssen hier lang. Und dann kriegen wir das. Dort gehen wir zum Foto auf dieser Seite hier. Womit wir den Weg zu diesem Foto kriegen. Und dann müssen wir das Ganze so platzieren und finden hier noch ein Foto, was uns zum Ausgang bringt. Dann kann ich mich einfach reinfallen lassen, oder? Nein, kann ich nicht. Okay. Hey, ich habe dafür gestern eine ganze Folge gebraucht und habe es nicht gemerkt. Ja, aber wie soll ich denn da rein? Das ist... Ich muss doch quasi so, oder? Okay. Wir können nochmal in das Gemälde hier rein. Finden dort aber nichts. Okay, ganz mysteriös. Also, dass ich das nicht... Also, gut, ich hab's halt einfach nicht gerafft, ne? Ich hab's halt einfach nicht gerafft. Naja, dann haben wir es jetzt. Können jetzt zur Grinsekatze gehen. Also wer die gestrige Folge gesehen hat, ich bin maximal verwirrt. Ich habe so viele Sachen ausprobiert und es war so simpel mal wieder. Und ich habe es einfach... Ich hätte das auch niemals gecheckt. Das hätte ich niemals ausprobiert. Das sehen wir jetzt. The train will take us to Harias Station. A place where science Hab abgeschlossen. Perfekt. Okay, dann können wir in Part 2 übergehen. Und es gibt scheinbar fünf Parts. Eins, den ersten haben wir, dann zwei, dann drei, dann vier, dann fünf. Und wir gehen jetzt in den zweiten. Hiraya, da gibt es 8 Level. Okay, dann let's go, oder? Zack. Fahren wir jetzt. All the lovely artistic elements you see are all thanks to his handiwork. Though his colleagues were just as amazing in their own right. Their work was always set to change the world. Or so they said. Ah, das warst du wieder. Das ist Kate. Okay. Essend. By the way. Ja, das. Artificial record keeper, developed by Mirren to maintain this place. I'll be here to assist you in any way that I can. Aber das Spiel wird noch in... I look forward to seeing what wonders you discover. Das Spiel wird noch wild, ich sag's euch. Boah, cool, ich freue mich darauf, das zu spielen. Boah, sieht das schön aus. Glad to find out that's how they got around. Wow, is that a tree? In unserer Welt scheint es wirklich nur noch diese Hochhäuser zu geben, ne? Und von der Natur ist nichts mehr da. Das lädt schon ein, einfach hier zu bleiben, oder? In dieser Welt. Gar nicht mehr in die echte Welt zurückzugehen, sondern einfach hier in dieser Simulation zu bleiben. These are sick. Wonder if the founder here knew how to rock. Where's my applause? Oh, hier, du kriegst ihn von mir. Man hört ihn gar nicht. Wow, perfekt.
Ah, Pink Fish the Floor. Erstmal kurz hinsetzen. Okay, da geht's weiter. Wir gucken uns dann. Ach, das hier ist quasi jetzt unsere Base, ne? Und von hier starten wir die Level. Verstehe ich's richtig? Hopp. Mal kurz hier umgucken. Der ist noch gesperrt. Die Aussicht ist wirklich reizend. Der Tisch ist ja echt cool. Der Tisch ist echt cool. Oh, hier gibt's sogar noch Essen. Oh, kann ich bitte einfach was speisen? Da kriege ich auch Hunger. Teleporter ist gesperrt. Wieder die Tasse mit dem Auto drauf. Boah, ein Riesenkeks. Und zwar einer von den guten. Mit Erdbeermarmelade. Hm? Okay, hier wieder eine Zeichnung. Dieser Teleporter ist gesperrt. Was ist das? Ein Computer wahrscheinlich. Ja, hier ging es um die Wassergeschichte. Das hatten wir ja schon gesehen im letzten Level. Also im letzten regulären Level. Okay, und hier unten, der ist erstmal offen. Alright. Das ist manchmal ein bisschen schade, dass das cuttet. Da muss ich mal ein bisschen aufpassen, dass ich nicht zu früh da reinspringe. Beziehungsweise E drücke. Oh, es ist so warm hier. Diese Softboxen strahlen mich so an, wie euch die Sonne hier. Oh, da spürt ihr, wenn ihr jetzt in die Sonne guckt, spürt ihr, wie es mir hier gerade vom Computer geht. Die Digital Sun. Alright. Dann schauen wir mal, was dieses Level hier für uns bereithält. Hm, okay. Die kann ich immer noch nicht usen. Die Gießkanne hier. Ich kann. Da liegt eine Kassette, kann ich die nehmen? Nein, ich kann mich mit meinem fetten Hintern draufsetzen. Na gut. Aber ich werde es nie als Selbstverständlichkeit ansehen, das eigene Werk zu betreten. Ah, okay, verstehe. Aber da komme ich nicht rein. Okay, ich muss es exakt hinkriegen. Oh, Regen. Oh, tut das gut. Oh. Echter, fast realer Regen. Den kennen wir in unserer Welt gar nicht mehr. Okay, ich verstehe, wie das Prinzip hier funktioniert. In der Demo haben wir ja relativ schnell die Kamera gekriegt. Das tun wir hier auf jeden Fall nicht. Hier haben wir erstmal relativ viel zu tun, bevor wir ein Fotoapparat kriegen. So, ich muss wieder von hier gucken, ne? Ja. Nice one. Huh? That's weird. Sorry, the simulation is really buggy on my end. Das ist alles irgendwie ein bisschen weird mit dieser Simulation hier. Sag ich euch, wie es ist. Achso, okay, von da kamen wir. Schöner Baum. Das ist cool. Jetzt müssen wir uns von oben angucken. Da gibt es den Teleporter. Aber gar keine Geschichte. Also keine Fortsetzung der Geschichte bis jetzt. Hier kann ich auch nichts nehmen. Oh, das ist ein gesundes Frühstück. Das ist ein sehr gesundes Frühstück. 3 Chips und 100 Tabletten. Hm, Mizi, Kate, was sagst du dazu? Ich kann nicht... Nein, was habe ich getan? Das wollte ich gar nicht. Wenn ich zweimal schnell auf R drücke, spult er ziemlich weit zurück. Ich wollte gucken, ob ich mit der Katze irgendwie interagieren kann. Habe aus Versehen anstatt E auf R gedrückt. Sollte ich natürlich nicht. Und hopp. Okay, das war quasi kurzes Tutorial, wie die Sachen hier funktionieren. Oh, thank God, you answered. It's me. I don't know how it happened, but somehow I lost direct communication with you. Live comms don't seem to be working where you are. That should be fine though. We can talk using this method, as long as you pick up. I'll try to leave voicemails if you can't. I've been monitoring your vitals in the system. So, I'll keep you posted as you wander along. Ich kontrolliere mich selbst, aber das ist doch irgendwie weird. Wie kann ich denn in der Simulation sein und draußen?
Die ganze harte Arbeit hat sich zu diesem Moment geführt. Wir werden die Welt verändern. Das erschließt sich mir gerade noch nicht so ganz. Ah, these are interesting experiments. And I like that they're reliant on creativity. There's a lot of creativity in nature. Unexplainable things that uproot themselves and find purchase. I'll make sure to keep an eye out and see how this experiment might blossom. Okay. Zeig Arahan Diagramm 121c, er wird sich vor Lachen in die Hose machen. Erstmal hinsetzen. Okay, hier wurde wieder was gemalt. Hier dein Computer, bring die zur Planungssitzung mit. Dann nehmen wir ein Foto. Okay, einfach nur ein Foto der Berge. Was mir wieder die Möglichkeit gibt, hier rüber zu gehen. Verstehe. Es braucht nur einen Samenkorn. Oh, ich glaube, das kriege ich nicht hin, oder? Das habe ich schlecht platziert. Dann hol ich nochmal zurück. Ja, aber das kann ich ja gar nicht anders machen. Das ist doch immer hier. Das kann ich doch gar nicht verändern. Ich kann nicht weiter zurückgehen, weil hier dieses Ding im Weg ist, ey. Das ist gemein. Warte mal. Jetzt lass mich mal kurz überlegen. So. Das wird... Ja, aber das wird ja hierhin platziert. Da kann ich ja gar nichts gegen tun. Und wenn ich die Berge hierhin platziere... Ich kann das ja gar nicht ändern, dass das dahin platziert wird. Was soll ich dagegen tun? Diese Wand ist hier nun mal. Und von der anderen Seite funktioniert das der Spaß nicht. Das funktioniert nicht, wenn ich hier stehe. Ich müsste weiter zurück. Und das kann ich nicht, weil da diese Wand ist. Außer ich mache die Wand weg. Verstehe. Aber nicht so, weil so komme ich nicht rüber. Aber so. Okay. Ja, gut, das Spiel hat mich schon an vielen Ecken einfach gekriegt. Mir wieder gezeigt, dass ich dumm bin. Oh, aber jetzt geht's hier so ein bisschen runter. Ich hoffe, das geht trotzdem. Nein. Das geht nicht, weil es bergab geht. Oh, okay, ist ja tricky. Dann muss ich das ja genau richtig platzieren. Ja, aber es geht wieder nach unten. Ich darf aber nicht nach unten gehen. So müsste es gehen, glaube ich. Ich glaube, so müsste es hinhauen. Okay, noch ein Stück zurück. Ne, wie war es? Noch ein Stück ran? Ja. Okay, jetzt müsste es klappen. Yes. Nice. Okay, cool. Sehr cool. Okay, wo sind wir denn jetzt? Seeing you walk around this place brings back memories. Das ist trotzdem noch immer alles ein bisschen seltsam. That what we build with our hands is not enough. But to truly bring something to life, we must breathe life into it ourselves. There is no life in calculations on a board.
or in numbers on a screen. But there's life in our hands. The way we hold. The way we care. Ja. Stell euch mal vor, sowas würde es halt wirklich geben, ne? Brilliant, isn't it? Fantastisch. Mal mich als nächstes. Das regt zum Denken an. Es ist immer eine Freude, einem Meister bei der Arbeit zuzusehen. Können wir diese Dinger betätigen? Das war nicht so gut. Wir kommen auf jeden Fall hier rüber, aber bringen tut uns das eigentlich nichts. Weil wir können diese Teile hier bestimmt betätigen, oder? Ja. Jetzt kriegen wir Strom. Für immer oder für eine gewisse Zeit? Zum Glück ist der Vernünftige bei der Sitzung dabei. Du meinst den unverschämt gut aussehenden Kerl mit dem ausgezeichneten Modebewusstsein? Ich nehme es zurück. Okay. Karte aufheben. Brainstorming. Wie nutzen wir unsere College-Erfolge? College-Obstgärten? Oder heißt es Collage? Mirren. Hab große Träume und bleib doch praktisch. Paradox. Erdbeeren. Fensterbankcode für zu Hause. Jiraiya kodiert Biokohle. Bodenvarianten. Sie wirkt nicht glücklich. Ich mal ihr trotzdem einen Regenbogenbaum. Mögliche Farben für Hirayas Regenbogenbaum. Okay. But doesn't two pair beat three of a kind? Not in five-card draw. Nor in Texas Hold'em. There are no Texans here. I fail to see why we should play by their rules. It's more about statistical rarity than culture, I believe. Yeah, you know, a mass thing. Just to speed. Who needs to bluff when you can count cards? When you put it that way, I suppose I can see the appeal. Okay, die Energie fließt hier rüber. Ah, okay. Ah, verstehe. Wir müssen alle drei Energien zum Laufen bringen. Und ich kann... Ups, das wollte ich gar nicht. Ich kann zwischen den Karten hin und her wechseln. Fragt sich noch, warum. Okay, der hier war relativ easy. Okay. Mist. Okay, funktioniert doch. Aber sollte ich das machen? Da steht Kate drauf, okay. Der perfekte Ort für ein Nickerchen, oder? Achtung, fall nicht runter. Würdest du mich vermissen? Ich würde deinen Überraschungskräutertee vermissen. Ja, also da würde ich nicht schlafen, das wäre mir zu dangerous. Okay. Ah, Vision Sierra. Eine Art Prototyp, oder was? Das ist alles ganz mysteriös. Okay, Leute. Ich würde sagen, ich mache an der Stelle einen kleinen Break und auch eine kleine Aufnahmepause. Und würde sagen, wenn es euch gefallen hat, gebt gerne einen Daumen hoch, vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, um nichts mehr zu verpassen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr von dem Spiel haltet und ob ihr es auch schon am Spielen seid, ob ihr es vielleicht sogar schon durchgespielt habt. Ja, ob es euch gefällt oder nicht. Interessiert mich alles, mir gefällt es sehr, sehr gut. Es gibt mir richtig so, das ist so eine Mischung aus Portal und so einem anderen Spiel, was ich mal gespielt habe. Ich komme aber gerade nicht drauf, welches. Aber es ist sehr, sehr cool. Es gefällt mir bisher sehr, sehr gut. So Spiele sind genau mein Ding. Und deswegen macht es mir auch Spaß. Ich würde jetzt am liebsten noch weiterspielen, aber ich glaube, ich mache jetzt hier an der Stelle mal eine kleine Pause. Und dann sehen wir uns hoffentlich morgen 18 Uhr in der nächsten Folge wieder. Macht's gut, liebe Leute. Ciao.